Zu viele Leute in diesem Bundesland haben von der CDU sich abgewandt. Micha, die Sachsen, die wählen, du wirst sehen. Dich nicht noch einmal, Micha, du musst gehen. Du kannst den Wahlsieg vergessen, mein Michael. Dir glaubt doch kein Mensch bei dem, was war. Du kannst den Wahlsieg vergessen, wenn Sachsen wählt. Alles blau, denn rot und grün sind leider nicht mehr da. Wir sind ja mit unseren, ich sage jetzt mal, nicht vorhandenen Grenzen. Ne? Wir reisen durch Europa, wir bewegen uns frei, wir haben keine Zölle mehr. Also das genießen wir natürlich und es gibt wenig Bereitschaft bei den Deutschen insgesamt auch und auch bei anderen Europäern, das wieder rückgängig zu machen und mit eigenen Staatsgrenzen und deren Sicherung wieder anzufangen. Wie ist denn, also das wäre ein Modell, was funktionieren könnte, kann dieses Modell momentan mit den Kräften, die zur Verfügung stehen, überhaupt gewährleistet werden oder ist das utopisch, illusorisch oder wie auch immer? Frontex ist eine Grenzpolizei Europas, die hat ihren Sitz in Polen übrigens und besteht aus allen Mitgliedsländern der EU, das heißt auch Deutsche, die Bundespolizei schickt an die europäische Außengrenze Kräfte der Bundespolizei, um Frontex zu unterstützen und startet die auch dort mit aus. Aber, und das muss man schlicht und ergreifend sagen, wir sehen es an unseren Grenzen. Oder sagen wir es ganz einfach mal so, zu keiner Zeit, auch als in Deutschland noch die Grenzen dicht waren, als wir noch eine Bundespolizei, einen Bundesgrenzschutz hatten, zu keiner dieser Zeit hatten wir eine vollständig gesicherte Grenze. Das ist unmöglich. Ne, stellen Sie sich einfach vor, wir haben ein Grenzpolizeirevier hat eine Strecke von 60 Kilometern vielleicht zu beaufsichtigen und fährt rund um die Uhr mit zwei Streifenfahrzeugen dort raus. Die Schleuser werden sich natürlich, also in den 90ern waren es so, da haben die sich direkt an die Reviere gestellt und wussten ganz genau, wie viele Streifen gerade draußen sind und wie viel gerade dort unterwegs sind. Die wussten auch ganz genau, wenn die Schichtwechsel waren, da sind die Leute nämlich alle reingefahren und haben dort gerade den Dienstwechsel gemacht und dann sind die Schleusungen passiert. So war das in den 90ern, muss jetzt alles nicht mehr gemacht werden. Ich wollte es bloß mal zur Erläuterung sagen. Das heißt, es gibt keine sicheren Grenzen. Wenn wir Migration unterdrücken wollen, müssen wir das mit den Anreizen tun. Wir haben in Deutschland schlicht und ergreifend viel zu hohe Migrationsanreize. Das heißt, wenn hier ein Mensch aus irgendeinem Land kommt, sei es Afghanistan, Syrien sind jetzt gerade wieder die Spitzenwerte, wenn der aus Syrien kommt, dann hat er hier im Sozialsystem hat er wesentlich mehr Geld zur Verfügung als in seinem Heimatland. Natürlich hat er einen Anreiz, hierher zu kommen, hier sein Leben zu führen und natürlich auch viel Geld nach Syrien zu schicken. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ja? Die Hitliste wird momentan von Venezuela eingeführt. Dann aber nie, oder? Ich habe hier. Ja. In Sachsen. Also jedenfalls hier. Nee, das sind Arbeitskräfte, oder? Das sind keine Arbeitskräfte. Die werden hier. Aber ich habe jetzt beim BAMF reingeguckt, da war Syrien ganz vorne. Aber ist okay. Ja, die Stadt. Ich muss reinreden. In Sachsen sind die Venezolaner am stärksten. Aber Fakt ist, wie gesagt, wer hier reinkommt, wir müssen, wenn wir dort in der Richtung was klären wollen, müssen wir schlicht und ergreifend über die Anreize gehen. Es geht nicht anders. Das heißt, wenn jemand 4000 Kilometer
hierher gereist ist, aus Syrien, Afghanistan, Venezuela oder wie auch immer, der steht an der deutschen Grenze. Da kommt der deutsche Bundesbeamte und sagt ihm, die müssen jetzt zurückgehen. Dann sagt er, nee, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Der wird so lange probieren, bis er drin ist und dann im Sozialsystem. Ja, aus dem Grund, wie gesagt, wenn die Sozialanreize nicht fallen, wenn die weiter gezahlt werden, wird es auch hier eine weitere solche Anreize geben. Und das ist zum einen dann auch euer Thema, weil es ist schon ein Unterschied, ob wir diese Leute mit Barmitteln bezahlen oder ob wir denen ganz einfach dann entsprechend die Karte geben. Ja, weil hier, Martin, Entschuldigung, ich muss hier mal direkt drauf eingehen, weil wir hier doch von unterschiedlichen Qualitäten sprechen. Und was mir also berichtet worden ist, auch von dem Stadtteilmanager, wenn jemand aus Venezuela, ich beziehe das jetzt wirklich ausschließlich auf Turner, hier angesiedelt wird, braucht er in der Regel keine 4 Wochen und hat einen Arbeitsplatz. Geht arbeiten sozialversicherungspflichtig. Dann wäre das ja sogar noch in Ordnung. Ne? Aber gehen wir gleich mal weiter. Es gibt ja das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz. Vielleicht wollen wir da gleich mal mit reingehen. Das ist auch in dieser Legislatur durch die Ampel geändert worden. Fachkräftezuwanderungsgesetz wird Ihnen bestimmt allen geläufig sein. Das ist 2019 damals eingeführt worden mit relativ großen Hürden. Dieses Gesetz wurde durch die Ampel jetzt nochmal geändert. Die Hürden wurden alle nach unten gelegt. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, wenn man eine Qualifikation im Beruf im Herkunftsland hat, kann man hier natürlich im Rahmen des Fachkräftezuwanderungsgesetzes hier nach Deutschland reinkommen. Meine Damen und Herren, ich war mit dem Innenausschuss waren wir in Kanada. Wir haben uns dort mal das die ganze Migrationsmodalität dort angesehen. Sie wissen ja bestimmt das kanadische Modell. Das ist ja bestimmt hier schon auch bekannt gewesen. Ne? Also in Kanada ist es beispielsweise so, die haben jetzt 200.000 Ukrainer gekriegt. Im Rahmen des Krieges da haben die Flüchtlinge aufgenommen. Das sind die ersten Ausländer in Kanada, die weder Englisch noch Französisch oder beides sprechen. Das ist für die eine ganz andere Welt gewesen. Das sind die Probleme, die bei uns geäußert haben. Das heißt, wenn sonst irgendwo in Kanada Migration passiert, egal in welchen von diesen 80 Programmen, die ungefähr auf Bundes- oder Landesebene, also die haben auch sehr viele Staaten, auf den Ebenen haben, dann kommen die Leute her und können sich mit den Kanadiern unterhalten. Wenn sie nach Quebec gehen, ist das Französisch, und wenn sie in die anderen Länder gehen, die Englisch sprechen, dann ist es Englisch. So, das heißt, da gibt es keine Sprachbarriere. Ne? Also das heißt, dass man hier zum Beispiel in Araber hat, wo man sich erst einen arabischen Dolmetscher suchen muss, damit man sich mit dem verständigen kann. Das Problem gibt es so nicht. Das ist im Herkunftsland, wo die herkommen, wird das bereits geklärt. Und man muss eins wissen, Kanada ist ja beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Land mit einer geringsten Bevölkerungsdichten überhaupt. 4 Mann leben dort auf 1 Quadratkilometer, natürlich in Toronto wesentlich mehr als in Urban, wo es sehr kalt ist. Ne? Deutschland hat übrigens ungefähr 238 Leute auf 1 Quadratkilometer. Das ist schon viel. Was schätzen Sie, wie viel Afrika hat? Weil man sagt ja immer zum Beispiel, wir müssen Leute aus Afrika aufnehmen, weil die da gerade aus allen Fugen brechen. Was schätzen Sie, wie hoch die Bevölkerungsdichte in Afrika? Hat jemand einen Tipp? 150. 1,5? Nee, ein bisschen mehr als es. Afrika hat eine Bevölkerungsdichte von 40 Leuten auf 1 Quadratkilometer. Und da muss man natürlich auch mal sagen, der Ehrlichkeit halber muss man dazu sehen, ich sage immer, die Hälfte der Fläche Afrikas ist nie bewohnbar, das ist Wüste. Ne? Also das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Wenn man die Hälfte abzieht oder einfach mal pauschal die Hälfte abzieht, sind wir bei 80 Leuten auf 1 Quadratkilometer. Das ist immer noch ein Drittel von Deutschland. Und da kommen wir nämlich auch zu dem eigentlichen Problem. In den Diktaturen, die dort unten sind, die können ihre Bevölkerung nie ernähren. Das ist das Problem. Die haben schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit, weil sie ganz einfach andere Mittelwege ansetzen, dort ihre Bevölkerung zu ernähren. Aber es liegt definitiv nie am Platz. Also bei uns ist der Platz wesentlich enger in Deutschland als in Afrika. Bloß mal so als Zahl. Ja? So, ja. Ja. So viel vielleicht erstmal zu mir. Ich hätte hier noch ein paar andere Stichpunkte. Ich habe ein paar Stichpunkte gemacht, aber bevor ich hier die ganze Zeit quatsch, gebe ich euch mal wieder das Mikro. Ja, ich möchte mich nochmals kurz was zum Thema. Ich bin kein Asylrechtler, aber angesichts der Umstände habe ich mich natürlich auch schon ein bisschen damit beschäftigt.
Ich möchte mal, bevor ich auf das Grundsätzliche eingehe, ein paar Sachen sagen zu dem Thema, was ist denn jetzt eigentlich mit den Leuten, die abgeschoben werden und wo es dann sogenannte Duldungen gibt. Ja, also die sind eigentlich für Abgeschobenen geduldet. Da haben sie jetzt was ganz Tolles gemacht, Stefan, du hast mir das bestätigen können, dass wenn sozusagen jemand aus irgendwelchen besonderen Gründen, ihm droht die Todesstrafe oder irgendwelchen anderen Quark, nicht abgeschoben werden darf, das wird dann, wenn das zweimal verlängert wird, ja, der ist eigentlich rechtskräftig abgeschoben, wenn das zweimal verlängert wird, hat er ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. Irre! Ja. Und das ist nicht das Einzige, also was ich vielleicht auch noch mit dazu sagen will, wir haben natürlich auch noch unser Staatsbürgerschaftsrecht geändert, ne? Das wollen wir nochmal mit dazu sagen. Ja, das wollen wir auch sagen. Weil wir haben uns ja gewundert, warum es am Jahresende 2023, 2024 bloß noch 242.642 Leute waren. Weil vorher waren es ja 300.000, dann wissen Sie, wo der Rest ist. Das ist ja keiner abgeschoben worden. Ja, also wir haben jetzt ein völlig geändertes Staatsbürgerschaftsrecht. Die Aufnahmekriterien, um hier ein deutscher Staatsbürger zu werden, haben sich wesentlich vereinfacht. Ja, auch dort passieren richtig schlimme Dinge in der Richtung. Ja, und vielleicht mal ganz grundsätzlich, nicht? Also wie kommt das eigentlich zu dem Asylrecht? Wir haben eine Verfassung, da heißt es drin, politisch Verfolgte genießen Asyl. So, und jetzt frage ich mich, gerade bei unseren Migranten im Bereich Islam, ja, wer verfolgt die dann eigentlich in den Ländern? Also die Christen werden da verfolgt, das stimmt. Ja, aber Moslems werden da nicht verfolgt. Also ich habe einen Mandanten, der ist glaube ich vor 15 Jahren aus dem Irak gekommen. Der ist Christ. Warum ist er gekommen aus dem Irak? Eben genau, weil er verfolgt wurde. Und der ist total begeistert, dass jetzt die, die ihn verfolgt haben, jetzt auch hier sind. Also man sieht daran sehr, sehr schön deutlich, was abstruse Blüten das treibt. Und wie gesagt, rassisch, politisch, es gibt so ein paar Gründe, wo man sagt, okay, aber bei den allermeisten ist völlig, die Gründe liegen nicht vor. Die können nicht vorliegen, sie sind nicht mal Flüchtlinge mehr. Ja, da haben wir jetzt gerade so eine Entscheidung, was die Syrer angeht. Die können jetzt alle wieder zurück, die gelten jetzt wieder als sicheres Land, können zurückgeschoben werden. Und zum Thema Islam möchte ich auch noch was loswerden. Also wenn der Verfassungsschutz das mitkriegt, wird, werde ich ja wahrscheinlich auch im nächsten Verfassungsschutzbericht erwähnt. Denn ich habe es mir angetan und habe den Koran gelesen. Das ist wirklich eine Quälerei. Ich habe zuerst versucht, es hintereinander wegzulesen, da wirst du wahnsinnig. Es ist noch schlimmer. Ich habe auch meinen Kampf versucht zu lesen, habe es auch teilweise gelesen. Das ist auch schon grausam. Der Koran ist noch schlimmer. Also wenn man das, da muss ich also die Themen nehmen. Und da hilft natürlich inzwischen das Internet, den Koran. Ich habe eine einzelne Ausgabe vom Koran, ich habe eine kommentierte Ausgabe vom Koran und auch internetmäßig das genutzt. Da kann man so schön nach Begriffen suchen. Und habe also nach Begriffen durchgesucht und bin so, ich sag mal, auf einen Grad, ich schätze ich mal so von 85% der Suchen, die habe ich dann im Laufe der Wochen gelesen. Das ist kaum eine Religion zu nennen. Es hat mich wiederum an das Dritte Reich erinnert, weil Hitler hatte ja auch so seine religiösen Elemente, diese heidnischen, germanischen Kulturen, die er da aufgezogen hat, als religiöse Elemente aufgezogen hat. Denn im Grunde genommen geht es auch im Koran nur um Eroberung. Natürlich im Auftrag von Allah. Der hat das angeordnet, ja, dann darf man natürlich auch alle Gräueltaten tun, weil Allah hat es ja gesagt. Ja, da darf ich natürlich, wenn die Tage des Fastens vorbei sind, erschlag die Ungläubigen, wo du sie findest. Das ist jetzt auch so ungefähr fast wörtlich zitiert. Und besonders absurd finde ich zum Beispiel auch Umgang mit den Frauen. Ja? Also der sogenannte Islam, oder wir haben ja im Grundsatz stehen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Übrigens nicht gleich, ne? Das macht man gerade draus, das Gleichberechtigte wird jetzt gleich. So, und wir haben also die Situation, dass zum Beispiel im Islam die Frau, also das Mädchen, wenn die Eltern sterben, nur die Hälfte von dem kriegt, was ihr Bruder kriegt. Das verstößt gegen Artikel 3 Grundgesetz. Ganz glasklar, wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es wird nicht zur Kenntnis genommen. Es wird auch nicht zur Kenntnis genommen, dass der Islam den Gläubigen lehrt, dass sie per Definition Recht haben. Das heißt, sie stehen über allen Dingen, sie bestimmen, was richtig und gut ist. So, warum,
wenn sie das von klein auf eingetrichtert bekommen, warum sollten sie sich denn in unsere, ich sag mal, dekadente Gesellschaft einordnen? Sie stehen doch über den Dingen. Das heißt, wir können ganz klar sagen, sie haben erstens den Auftrag, die Welt gewaltsam zur Not zu erobern und sie sind nicht bereit, unser Rechtssystem zu akzeptieren, weil sie haben ja ihren Koran. Übrigens, was hier so schön immer transportiert, wie Scharia, da ist oft von Scharia die Rede. So, was ist denn die Scharia überhaupt? Da denken viele Leute, es ist ein Gesetzbuch. Nein, nein, das ist kein Gesetzbuch. Das ist so, wenn der Dorfälteste und der Mufti zusammen entscheiden, was recht ist. Das ist Scharia. Das ist. Da werden die zwei wichtigsten Leute im Dorf genommen, die entscheiden, was dies zu verstehen ist. Hat also in unserem System mit studierten Juristen und klaren Regeln, Gesetzen, die jeder nachlesen kann, nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Und das verkauft man uns hier in diesem Land als eine tolle Religion, die ja so friedlich ist. Die hat mit dem Christentum oder dem Judentum in dieser Hinsicht nur am Rande etwas zu tun. Und was ich absolut absurd finde, ist das Verhalten unserer Kirche. Ja? Man muss sich das mal überlegen. Ich habe mich da schon mal auch mit einigen aus den Truppen deiner gestritten. Der Islam leugnet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wie bitte will ich denn das kompatibel machen mit den Kirchen? Das geht nicht und das lässt sich auch nicht übereinbringen. Entweder ich brauche zur Vergebung der Sünden einen Erlöser oder ich habe einen Allah, der quasi allvergebend ist. Aber wo es dummerweise leider überhaupt kein Versprechen gibt, auf das ich stützen kann, dass sie wirklich mal im Himmel landen werden. Gibt es nämlich nicht im Koran. Lieber Martin? Bitte? Jetzt ist es ja so, dass Politiker bekanntlich so lange quatschen, bis man ins Mikro wegnimmt. Wir haben jetzt über eine Stunde schon selber geredet, aber vielleicht gibt es ja noch in der Runde ein paar Fragen. Weißt ja, genau. Ich wollte deinen Schwung nicht. Ich war auch jetzt fertig. Alles gut. Okay. So, ja. Jetzt Frage in die Runde. Gibt es aus Ihrer Richtung vielleicht noch Sachen, die vielleicht jetzt in unserer Erläuterung nicht ganz so klar rübergekommen sind, wo wir nochmal drüber diskutieren wollen? Vielleicht gibt es was Sie selber noch als Thema mit haben. Wir machen es in der Regel immer so, dass wir eigentlich die erste Stunde selbst so ein bisschen erzählen. Ne? Und dann fragen wir natürlich in die Runde, ob dort noch irgendwo Fragen sind, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, damit wir auch wieder ein bisschen das Lockere reinkriegen, damit uns hier nicht zu sehr nur der politische Schwung von uns auskommt. Ne? Also Steffen, wir kennen uns ja jetzt, aber in der Corona-Zeit, muss ich sagen, waren wir sehr, sehr schwach. Also da muss ich sagen, wir sind so ein Grundstück, Martin hat es gesehen, wir haben plakatiert, von der AfD gab es nichts. Also haben wir Plakate von Freien Sachsen gegen Impfzwang und so weiter hingegangen. Also dort war der AfD wirklich schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein treuer Anhänger, nicht weiter dran. Ja, aber das war wirklich... Machen wir erst mal ein Jahr, so ein Jahr kann man das sagen, und dann sage ich mal was dazu. Einige haben stimmen lassen, die waren fanatisch. Ja. Also, da haben Sie vollkommen recht. Also, das muss man einfach mal zugeben, wenn es so gewesen ist. Also, wir haben es tatsächlich ein bisschen unterschätzt und verschlafen. Gut. Okay? Ja. So, dann haben wir nachgeholt. Ne? Dann haben wir nachgeholt. So, das heißt, wir haben auch, also ich kann jetzt mal bloß für Pirna sprechen, da haben wir dann regelmäßig was gemacht. Ja? Aber ich glaube, das Entscheidende ist, also erstmal zuzugeben, dass das zu wenig war. Ne? Punkt 1. Habe ich auch kein Problem damit. Dann haben wir es wieder ein bisschen aufgeholt. Aber ganz wichtig, ich will schon mal sagen, wir haben im Landtag eine ganze Menge, was das Thema Corona betrifft, nachgehakt für Mann getan. Ja? Also jetzt war ein Schritt und ich spreche mal zwischen nein, der Steffen war wieder auf der Straße. Es ist aber vollkommen in Ordnung. Also ich habe das dann selber, wir haben es im sogenannten Landessenat, das sind alle Lande, also vom ganzen Land Sachsen sind alle Kreisverbände, so eine Infrastruktur vertreten mit Leuten. Und dann haben wir gesagt, hier, jetzt müssen wir mal ein bisschen aus dem Knick kommen. Wir haben das alles mit Corona mitgekriegt, logischerweise. Und da haben wir auch uns klar gegenüber, also selbst zu uns selbst gesagt, das haben wir so verpennt, zum Beispiel auch nicht Gas geben. Das haben wir dann gemacht. Ja? Das haben wir ja damit mitgekriegt. Aber wichtig ist, dass in diesem Landtag, und dafür sind wir ja reingewählt worden, ja? Dass wir dort dann angefangen haben, die entsprechenden Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, anzuwenden. So,
Jetzt kam die Frage aber zu, warum hat denn die AfD in der Legislaturperiode, die wir jetzt hatten, noch keinen Corona-Untersuchungsausschuss gemacht? Die Frage ist irgendwo berechtigt für Laien, ich bin auch Laien, was das Thema betrifft, gegen Gesundheitspolitiker. Ne? Aber ich habe mir das erklären lassen, ich glaube, dass es auch so ist. Es macht nur dann Sinn, diesen Untersuchungsausschuss zu initiieren, in Gang zu bringen, wenn ich valide Datenlage habe. Das heißt, wir brauchen, um richtig zuschlagen zu können, auch Daten, die schon ein bisschen länger sind, also ein bisschen älter sind. So, das heißt, Folgen der Corona-Impfung zum Beispiel, ja, Schäden, die durch die Impfung entstanden sind, alle anderen Dinge, die mit Corona zusammenhängen, welche Maßnahmen, jetzt wir haben ja die RKI-Protokolle jetzt veröffentlicht, ja, das sind über 1000 Seiten, muss man ein bisschen durchackern. Aber genau das ist der Punkt, weil das jetzt eben nach einem bestimmten Zeitablauf zur Verfügung steht und auch diese sogenannten validen Daten aus den, sage ich jetzt mal, Vorfällen, die da sind definitiv, wo Menschen geschädigt wurden, das kommt alles jetzt erst, das kommt alles jetzt erst raus. Und diese so mittelfristigen Schäden und dann die später noch langfristigen Schäden, das kriegen wir jetzt alles erst als Datenlage. Wenn wir das alles zusammenfassen, deswegen haben wir auch gesagt, egal ob wir jetzt in der Regierung wären oder ob wir jetzt als Opposition weitermachen, wir würden auf jeden Fall entweder einen Corona-Untersuchungsausschuss jetzt in der neuen Legislaturperiode machen oder eben als Regierung, da haben wir ganz andere Mittel, dann können wir ganz anders untersuchen. So, also bloß, dass Sie wissen, wir sind bei werden 20, 21 Plakate für mich gemacht. Also, ja, ist okay, wenn ich Asche auf mein Haupt im Namen des Landesverbandes. Ja, also da man muss auch Fehler ziehen. Nummer eins. Eins kann uns keiner nehmen. Und zwar, es war im März 2020. Da habe ich die erste Corona-Demo hier in Fürth gemacht. Das heißt, es war noch nicht mal eine Corona-Demo, sondern ich hatte eigentlich gesagt, und das wird mein Anwalt mir bestätigen, dass wir wollten eigentlich bloß eine halbe Stunde um das Pirnaer Rathaus spazieren gehen, um uns über den Wahnsinn Gedanken zu machen. Das war die Aussage und das wollten wir machen, dass da 180 Leute den gleichen Gedanken hatten und dass damit die Spaziergänge in Sachsen und eigentlich in Deutschland erfunden wurden. Das ist eigentlich unser Verdienst und den lassen wir uns auch nicht nehmen. Ich kenne dich ja noch vom Kreistag, du bist ja meistens mal eine Stunde eher abgehalten, weil du Demonstration bist. Ich weiß es ja. Ja, und dann muss ich. Und dann muss ich natürlich sagen, gehen wir ganz einfach mal ins Politische. Vielleicht erkläre ich auch nochmal den Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss, das muss man wissen, ist ein Breitschwert. Für Sie zur Information, wir als Bundestagsfraktion der AfD haben einen Corona-Untersuchungsausschuss beantragt, der wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Bloß, dass Sie das erstmal wissen. Also das heißt, es ist nicht so, dass wir untätig waren. Auch wir haben im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss und auch danach nochmal, jetzt vor kurzem, vor, ich glaube, 3-4 Monaten, nochmal eine Enquete-Kommission beantragt, alles abgelehnt. Zum Untersuchungsausschuss muss man wissen, das ist, wie gesagt, ich hatte es gerade gesagt, ein Breitschwert. Wir haben zum Beispiel in Afghanistan Untersuchungsausschuss. Das mal so als Vergleich, was das alles. Dort wird aus Afghanistan alles zusammengetragen, was es dort gegeben hat. Da werden E-Mails zum Beispiel von irgendwelchen Generälen in Kommunikation mit irgendwelchen Wesen in Afghanistan komplett gelistet. Das sind Ordner, die sind mehrere hunderttausend Seiten lang, weil die schlicht und ergreifend dort alles auflisten, was da ist. So, also ich kann Ihnen sagen, ich war mal bei so einer Ausschuss. Dort hat man über eine E-Mail gesprochen, die vor 8 Jahren oder 9 Jahren von A nach B geschrieben. Und da hat man den obersten Militär dorthin zitiert und hat den zu der E-Mail befragt. Bloß, dass Sie mal die Tiefe kennen, mit der man dann sowas ermittelt. Und wenn man mitten in einer Legislatur so einen Untersuchungsausschuss beantragt, dann muss man wissen, dass der zu Ende der Legislatur aus ist. Also dann wird er beendet. Wie alles andere. Und alles zum Ende der Legislatur ist alles beendet. Das heißt, in dem Falle bei euch ist es natürlich wesentlich sinnvoller,
jetzt zu Beginn der nächsten Legislatur diesen Untersuchungsausschuss zu beantragen und dann die volle Legislatur für die Bearbeitung dieses Untersuchungsausschusses zu haben. Aber Martin, dein Thema. Ja, aber mein Thema ist erstmal, dass wir einen Fragesteller hatten. Timo, du wolltest eine Frage stellen. Ja, lieber Marco, danke für das Rederecht. Eine Frage will ich nicht stellen. Ich will nur mal klarstellen, dass ich als Ungeimpfter auf die äußerst dankbar bin und keinerlei Probleme habe, dass ich meinetwegen nicht so oft bei Demonstrationen mit dabei bin. Entscheidend war für mich, dass ich bei der entscheidenden Bundestagsabstimmung dort die, sag ich mal, die maßgebende Stimme beigetragen habe, dass es nicht dazu gekommen ist, dass es zu einer Impfpflicht kam. Und das ist auch für mich der Grund, dass ich das, sag ich mal, mein Lebtag danken werde. Ich bin jetzt kein in der Wolle gewaschener AfD-Anhänger. Ich bin eigentlich gut politisch gewesen in langen Jahren. Natürlich, wenn man einmal im Volk erfolgreich war, um die deutsche Einheit mitzubeschließen, dann ist man nie ganz unabhängig und nie ganz unpolitisch. Aber zumindest habe ich mich zurückerinnern und wollte eigentlich mein Leben in aller Ruhe beschließen, irgendwann mal ins Ausland gehen. Und dann kam plötzlich die Idee auf, wir sollten es mit einer experimentellen Pharma-Erfindung mal testen lassen und vielleicht ein großes Experiment anführen, wo man herausfindet, wie verträgt der Mensch diese Sache. Und da habe ich gesagt, da hat mein Inneres rebelliert, da habe ich gesagt, dort ist Schluss. Das lasse ich mir von diesem Staat nicht mehr zumuten, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass wir diesen Staat da reingetreten sind. Also irgendwo war da die Grenze erreicht und aus dem Grund ist das für mich die Partei, die für mich dafür steht, dass ich meine körperliche Integrität überhaupt noch heute habe. Und das wird immer auf der Habenseite sein. Ich habe auch ein paar kritische Anmerkungen, die man vielleicht da noch mal anbringen kann. Aber das wollte ich mal sagen. Es war mir uninteressant. Ich bin auch auf Demonstrationen mitgegangen, auf Spaziergängen. Wir hatten da jetzt Mittwoch. Für mich war entscheidend, hier gab es eine Partei, die uns Ungeimpften in Perspektive geboten hat. So und nicht weiter. Ja, das ist der Punkt, den ich gerne zur Kenntnis gebe. Ja, nochmal eine wichtige Sache. Der Ministerpräsident Kretschmer hat jetzt im Moment, ist ja alles, was jetzt gewesen ist, war zu hinterfragen. Man muss alles neu aufsetzen, zum Beispiel der Spruch bei der Energiepolitik. Wir müssen das Thema Energiewende neu aufsetzen. Wenn ich schon so einen Satz höre, da läuft es mir kalt über den Rücken. Ja. Das ist ein völliger Blabla-Schwachsinn. Aber was die auch machen wollen, die wollen sich ja alle gegenseitig verzeihen. Ich weiß gar nicht, wem die was verzeihen wollen. Wir hatten das Thema heute schon. Ne? Was die aber machen wollen, wieder mal ein cleverer Schachzug. Wir könnten einen Untersuchungsausschuss einberufen, im Gegensatz zum Bundestag, weil wir in Sachsen so stark sind. Die müssen uns den gewähren. Die müssen uns den gewähren. Und jetzt kommt die um die Ecke und sagen, naja, also weil wir das Thema Corona auch ernst nehmen und man muss ja mal gucken, dass wir hinterher zum Ergebnis kommen, dass wir uns dann verzeihen können, so quatscht er ja die ganze Zeit, ne? Dann machen wir doch eine sogenannte Enquete-Kommission. Eine Enquete-Kommission ist kein Breitschwert, das ist ein Debattierclub, die sich hinsetzen und sagen, wir gucken mal, was da so gewesen ist und da holen wir uns ein paar Experten ran und am Ende kommt dabei eigentlich nichts raus. Also keine Verantwortlichkeit oder sowas. Beim Untersuchungsausschuss kann ich konkreter vorgehen, das gibt das bessere Mittel. Ich kann die Leute vorladen, das ist eigentlich ein Verhör. Ja, die werden vorgeladen, die müssen Aussagen unter Eid. Oder wie bei Gericht. Ja, genau. Und das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Und das wollen wir durchsetzen, das wird auch im Herbst passieren. Das wird der erste Antrag sein, den wir bringen werden. Und da bin ich mal gespannt, ob die um die Ecke kommen und sagen, ja, sie haben ja das Recht, den Untersuchungsausschuss einzuberufen, aber wir haben ja fast viel Besseres, wir haben eine Enquete-Kommission. Da werden wir uns dann natürlich trefflich streiten, da bin ich mal gespannt, wie ein Gericht entscheiden wird, was Vorrang hat. Ja? Also wir bleiben da hart dabei, wir wollen einen Untersuchungsausschuss, debattiert wird auch nicht. Ja? Also wir bleiben da dran. Gut, ich möchte vielleicht noch was zu Ihrer Aussage dazu sagen, Corona. Ich sage Ihnen ganz klipp und klar, wir sind 78 Leute im Deutschen Bundestag in der AfD-Fraktion. Und wir hätten die Impfpflicht, die dort abgewendet wurde, alleine nie hingekriegt. Niemals. Die 78 Leute, die können ans Pult treten
Und die können am Pult reden und die können Ihnen erklären, was hier gehauen und gestochen ist. Das können wir tun. Das ist auch die Kraft, die wir haben. Und Sie kennen ja sich unsere Abgeordnete, die das jeden Tag im Plenum trefflich tun. Was wir dort gemacht haben, ist den Leuten zu erklären, Leute, geht auf die Straße, demonstriert gegen diese Impfpflicht, sie kommt. Und wir haben den Leuten auch gesagt, als die 235 Abgeordnete des Deutschen Bundestags den Antrag auf Impfpflicht eingebracht haben, haben wir den Leuten gesagt, Leute, geht in die Wahlbüros der Bundestagsabgeordneten, stellt die schlicht und ergreifend vor die Frage, wie wollt ihr in unserem Wahlbereich abstimmen, wollt ihr mit Ja oder Nein stimmen. Das haben wir gemacht und die Leute sind in die Wahlbüros gegangen und die Abgeordneten hatten da. Und das ist der eigentliche Grund. Dann gab es natürlich noch verschiedene günstige Situationen, die ich jetzt hier im Einzelnen erklären will. Es waren ja vier Anträge, die an dem Tag abgestimmt wurden. Die wurden dann auch noch auf unser Bestreben hin in der richtigen Reihenfolge abgestimmt, glücklicherweise. Und damit hatten sich die alten Parteien dann so in die Haare gekriegt, dass dann am Ende diese Anträge alle abgelehnt haben. Ich sage es ganz klipp und klar, dass die Impfpflicht nicht gekommen ist, ist der Verdienst von allen Menschen, die auf der Straße waren, die dagegen demonstriert haben. Es ist der Verdienst von den Leuten, die hier in ihren Wahlbüros waren, bei den Abgeordneten, die denen gesagt haben, was auf, wenn du hier falsch abstimmst, wie auch immer. Und es war der Verdienst von den Leuten, die Abgeordneten im 5-Minuten-Takt mit E-Mails versehen haben. Ich habe damals mein E-Mail-Fach nie mehr zugekriegt. Also das heißt, dort kam wirklich im Minutentakt kam die E-Mails rein, stimmen Sie gegen die Impfpflicht. Also dort ist aus der Bevölkerung ein Druck gekommen, dem die meisten Abgeordneten schlicht und ergreifend nicht standgehalten haben. Und darum sind wir heute nicht zwangsgeimpft. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Wir konnten nur den Anstoß geben, wir sind stolz darauf, dass wir den gegeben haben, aber die Kraft kam aus dem Volk, das muss man ganz klar so sagen. Und dafür danke ich auch nochmal an die Runde. Steffen Hermann, ich habe nie dich kritisiert. Nee, um Gottes Willen. Du warst einer der absoluten Besten dort. Aber da war ein Stück Kreistag, es war halbe. Ja, also man muss kann man nicht reden, es war halbe bei der AfD. Aber Steffen hat völlig recht, also ich sage mal so, wir haben unseren Beitrag dazu geleistet. Ich bin auch mehrfach bei den Demos aufgetreten und es waren ganz, ganz viele Leute da, die dann eben da waren. Ich kann mich an Dips noch erinnern, auf dem Marktplatz 2.500 Leute. Und auch wenn die Mainstream-Medien, wie sie so schön heißen, das nicht gebracht haben, es ist angekommen bei der CDU. Die wissen auch, wo über welche Kanäle Telegram-ähnliche Frauen wollen sie denn dagegen vorgehen, weil sie genau wissen, dass das so rumgegangen ist. Und die haben das auch zur Kenntnis genommen, dass Tausende von Menschen auf den Straßen waren. Also die wussten schon, dass denen der Frack brennt. Aber wie gesagt, es war einfach so, weil so viele Leute da waren. Und deswegen zu sagen nach dem Motto, es gibt keinen Grund oder es bringt so wenig auf die Straße zu gehen. Ja, wenn es nur 5 Handeln sind, nicht. Aber wenn es 500.000 sind oder noch mehr, dann hat es sehr wohl einen Sinn. Und deswegen kann man unsere Leute ermutigen zu sagen, jeder, der sich nicht traut, das zu machen, der gibt leider Vorschub, dass sie uns weiter bekämpfen können. Und ich möchte von noch einer sehr mutigen Sache berichten. Ne? Ich war ja damals auch schon Kreisrat und habe an dem Tag im Sozialausschuss gesessen, weil ich einen Kollegen vertreten habe, als drei Menschen aus dem medizinischen Bereich Rederecht im Sozialausschuss bekommen haben. Da war eine Anästhesieschwester, eine Ärztin und eben ein Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst. Die haben alle drei jeweils eine Minute Rederecht gehabt. Die Anästhesieschwester ist dorthin gekommen und hat dort auf dem Pult 500 Berufsurkunden hingelegt und hat gesagt, das sind die Leute, die ihren Beruf in SOE, in der Sächsischen Schweiz, Osterzgebirge, kündigen, wenn die Impfpflicht kommt. Sie werden sich nicht impfen lassen. Darauf hat die Ärztin gesagt, wenn diese 500 Leute kündigen, dann werden 40 Arztpraxen in SOE schließen. Und daraufhin hat der Mann vom Rettungsdienst noch gesagt, wir schieben noch 120 hinterher. Das hat gesessen. Unsere Pflegekräfte waren ja die zuerst betroffen waren. Wir erinnern uns, im Dezember 2021 kam die Impfpflicht für Pflegekräfte, die dann am März... Es war keine Impfpflicht. Sie wurde als Impfpflicht verkauft. Ja. In Wahrheit war es aber nur ein Beschäftigungsverbot für die Arbeitgeber, richtig, dass die Ungeimpften, ja, nicht
sozusagen Bescheid beschäftigen durften. Das war ja genau der Ansatz, den ich damals gewählt habe. Leute, lasst euch nicht einschüchtern. Es gibt keine Impfpflicht. Aber überall in den Medien, Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht war die Rede. Du hast natürlich völlig recht. Es war quasi für die Unternehmer dann quasi ein Verbot, ein Nicht-Geimpften einzustellen. So war es ja. Das war zu beschäftigen, nicht nur zu beschäftigen. Ja, also das ging ja dann so weit, dass niemand mehr der Klempner ins Krankenhaus durfte, wenn er nie geimpft war. Und ich sag's ja, ich war dabei bei der Versammlung. Ja, du warst auch mit drin im Sozialausschuss. Ne? Sozialausschuss. Ja. Und ich sage euch ganz klipp und klar, das wäre in Niedersachsen alles kein Thema gewesen. Wir hätten dort müde gelächelt, aber hier in SOE wird sowas niemals funktionieren. Und darum bin ich stolz auf meine Heimat. Das sage ich euch ganz klipp. Wir hatten auch, Steffen, kannst du dich daran erinnern, die große Demo auf dem Marktplatz in Pirna. Das war so eine Paralleldemo. Da waren nämlich die vom Krankenhaus gekommen, die dann mit ihrer Demo. Und dann haben wir das genau, vereint. Das, wo die runterkamen. Ja, genau, dann haben wir das vereint. Also ich denke mal, das war dann schon die richtige Richtung. Aber es hat gut gepasst. Im Landtag übrigens war es so gewesen, da standen die kurz davor, die abgehoben, die sich haben nie impfen lassen. Die wollten sie nicht mehr im Landtag reinlassen, beziehungsweise auch nicht mehr am Plenum teilnehmen lassen. Das haben sie sich dann aber nochmal überlegt. Ja, also weil du darfst ja dem Abgeordneten nicht sein Recht verweigern, seine Stimme abzugeben zu irgendwelchen Anträgen, die da sind. Aber das war kurz davor. Ne? Richtig, und man muss ja auch wissen, wir sind Verfassungsorgan. Ja klar. Ja, das ist ja das. Aber dann denkt man mal bitte dran, dass unser Herr Geißner es doch geschafft hat, den einen Kreistag in der Schule zu verlegen, damit er sagen konnte, da darf man nur mit Impfung rein. Ja. Solche miesen Tricks hat der Typ auch drauf. Ja, stimmt. Also wie gesagt, wir wollen die Namen halt nicht vergessen, die das zu verantworten haben. Und dort war Herr Geißler, unser Landrat in Sächsischen Schweizer Erzgebirge, ein ganz treuer Verfechter der Direktive, das muss man ganz klar so sagen. Und die Bußgelder hat er auch gerne eingenommen. So, aber jetzt vielleicht gibt es noch ein paar weitere Fragen. Hat noch eine Frage? Ups. An Jan, noch mal eine Frage. Was ist denn jetzt? Hatten wir jetzt Untersuchungsausschuss wegen der Gräbigen Sachen? Was ist denn da? Kannst du da was erzählen, ob da was rausgekommen ist? Ja, also wir haben einen weiteren Untersuchungsausschuss initiiert. Der ist natürlich jetzt im letzten halben Jahr angelaufen. Das ist, wir haben ja vor uns über Untersuchungsausschüsse und deren Menge, also das Sinn macht, gesprochen. Also kurz zur Situation, im Ministerium, Frau Köpping, wurde also vom Rechnungshof, vom Sächsischen Rechnungshof angemahnt, dass dort, wie haben Sie sich ausgedrückt, korruptionsgefährdende Strukturen. Ja, danke, korruptionsgefährdende Strukturen, also kurz um Mafia, nein, also diese Strukturen da wären, also die Gefahr, Bestände und so weiter und so fort, da drückt sich ein bisschen höflicher aus. Ne? Und aufgrund dieser Meldung haben wir durchgesetzt einen Untersuchungsausschuss für dieses Problem. Der Untersuchungsausschuss ist von der Länge her völlig irrwitzig. Natürlich kriegt man nie in 5 Monaten ein Ergebnis. Das wussten wir auch, aber wir wollten das so nicht stehen lassen. Wir haben es also deswegen gemacht, damit die Leute sensibilisiert sind, was läuft hier eigentlich. Ja? Also da wären Vereine versorgt mit einem Handkoffer voll Geld, ja, sinngemäß. Da gibt es keinen Nachweis über den Geldfluss. Da werden einfach willkürliche Entscheidungen getroffen über irgendwelche Fördermittel. Alles nie abgesichert. Und diese Geschichten haben wir in diesem Untersuchungsausschuss zum Thema gemacht. Also wieder Fürst hat Frau Köpping und ihre Untergebenen an die Vereine Geld verteilt. Ja. Und das hat der Rechnungshof ganz stark gerügt. Und der Rechnungshofpräsident, Herr Michel, ist extra auf die AfD zugegangen und hat gesagt, nehmt euch bitte diesem Thema an. Da gibt es ganz, ganz viel aufzuarbeiten. So, das haben wir gemacht, damit das nicht untergeht. Wir werden diesen Untersuchungsausschuss, der jetzt logischerweise zum Ende der Legislatur, Ende September endet, also wir haben im August noch mal eine abschließende Plenarsitzung dazu, dann endet der und dann wird er von uns neu beantragt. Also wir würden dann quasi mit 2 Untersuchungsausschüssen gleich starten in die neue Legislatur. Einmal Corona und eben dieser Korruptionsverdachtsuntersuchungsausschuss. Ja. Da kommt bei mir der Anwalt durch und ich sage, das könnte man auch Untreue nennen. Das könnte man auch Untreue nennen, genau. Also dort bleiben wir dran. Erster Aufschlag ist geschehen.
Es geht ganz normal weiter. Und wie hattet ihr am Rundhaus über dem Land auch die Zentralsprache, wo vier geladen wurden, wo wir das Team vorgeladen? Ja, die werden alle vorgeladen, wie vor Gericht. Ne? Und, aber da ist jetzt nicht das irgendwie was spektakulär. Nein, die Zeit ist einfach zu kurz. Ne? Das wussten wir von vornherein, dass wir das jetzt nicht schaffen in den 5 Monaten. Aber wir haben es trotzdem gemacht, damit es angeschoben ist. Und wir werden ab Oktober können wir neu beantragen und dann wird der Bundesausschuss wieder neu in Gang gesetzt. Okay. Ja, sonst noch Fragen? Also nur mal eine, das ist vielleicht von Herrn Hoffmann jetzt. Diese Woche gab es einen Artikel, da ging es um die Finanzbestände der Kreise, speziell in Sachsen, das kam bei der Achse diskutiert. Heute gab es einen Artikel bei der Welt, da hat sich hier der Präsident vom Kreistagsbund, ne? Sager, hier hat sich da geäußert über viele katastrophale finanzielle Situationen der Kreise und hast du nie gesehen. Bei SOE stand irgendwas um 28 Millionen minus 38 Millionen, irgendwie sowas in der Richtung Schuldenstand, Ergebnishaushalt. Was ist denn das eigentlich für die Leute das im nächsten Jahr? Kann der Kreis was dagegen tun? Ich weiß, Sozialausgaben hast du nicht gesehen, tralala, ne? Das wird immer mehr und da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber im Endeffekt wird es ja irgendjemand bezahlen müssen. Ne? Und bloß die Straßen zu irgendwelchen Löcherpisten machen lassen oder Kita-Zuschläge streichen und so weiter, wird ohne gehen. Der Bund wird wahrscheinlich auch irgendwann die Hände heben und sagen, sieht jetzt schon eng aus. Also, und daran anschließend jetzt, weil sieht ja doch alles ein bisschen düster aus. Ne? Also was haben Sie für eine Einschätzung auf Bundes-, Landesebene? Also wie viele Jahre geht denn das überhaupt noch so hin? Also jetzt eine realistische Einschätzung, keine positive oder negative, eine realistische. Also wie lange hält denn dieser Staat das noch durch, Leute durchzufüttern, die im Zweifelsfall hier nie irgendwie positiv in Erscheinung treten werden, sondern einfach nur eben bezahlt werden müssen? Ja, davon haben wir genug. Auch Deutsche, ne, das mal gleich als Nebensatz hinterher, das ist gleich das nächste Problem. Bloß wie lange lässt sich das überhaupt noch aufrechterhalten? Ja, also jetzt mal so als Einschätzung, 5, 7, 10, 12? Also ich als Privatperson würde hier einschätzen, die genannte Jahreszahl ist zu lang gefasst. Als Amtsperson kann ich mal Ihre Zahlen kommentieren. Also sinngemäß kann man sich das ungefähr so vorstellen. Der Freistaat selbst hat 1 Milliarde Minus erwirtschaftet in 2023 und etwa selbige Summe, das ist etwas weniger, 900 Millionen in einem Kreise. In Summe? In Summe. Also Sachsen. Und der Freistaat rechnet aber die Kommunalfinanzen ein bisschen anders und lässt dann mal geflissentlich Abschreibungen weg und kommt dort auf einen positiven Betrag von etwa 900 Millionen, den die Kreise erwirtschaftet haben, ohne Abschreibung. Und so geht man dann in die Verhandlung hinein zwischen Freistaat und Kommunen. Einmal minus 1, einmal fast plus 1 und dann können Sie sich das Ergebnis in etwa vorstellen. Ich kann Ihnen aber sagen, es gibt kein konkretes Ergebnis, weil vor dem 1. September nichts passieren sollte, vielleicht auch könnte, weil die Herren, die dafür verantwortlich sind, andere Sorgen gerade haben. Und zwar die Sorge vor dem 1. September. Ich kann jetzt nur für Pirna sprechen. Wir sind ja gerade dabei, den Haushalt aufzustellen für die Jahre 25 und 26. Und ich darf sagen, dank des Elans meiner Kämmerin und werden wir das also in Pirna schaffen, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzulegen. Das heißt, und ich kann da nur für Pirna sprechen, ich denke, wir sind da als Pirna in einer glücklicheren Lage als andere Kommunen, das geht. Wir werden die 2 Jahre definitiv noch durchhalten als Pirna. Und ganz konkret sagen. Da möchte ich mal kurz kommentieren dazu. Ich bin ja gelernter Banker. Da gab es so einen Spruch, Bilanzen sind wie trauernde Witwen, gut frisiert und tief verscheuert. Und mir scheint also auch, dass die Haushalte entsprechend gut frisiert werden mit irgendwelchen Bilanzierungstricks,
die man aber auch da wieder, sag ich mal, ganz strafrechtlich unterwegs, das ist Bilanzfälschung. Würde man das bei einem Unternehmen sehen und das wäre strafbar. Aber wir wissen ja, wie diese Herrschaften mit ihren Amtseigen umgehen, sehr flexibel. Nächste Frage. Nochmal auf Genehmigung des technischen Haushalts. Geht es ins Minus? Ein Genehmigungsfähiger. Um es mal ganz vereinfacht zu beantworten, ein genehmigungsfähiger Haushalt ist ein ausgeglichener Haushalt. Ohne. Es wird auf Kreditaufnahmen genehmigt. Wie bitte? Es wird auf Kreditaufnahmen genehmigt. Nein. Vorsicht. Also dort sind gerade den Kommunen und hier insbesondere der Stadt ganz, ganz enge Grenzen gesetzt, was sie mit Kredit finanzieren dürfen und was nicht. Also dort ist auch keine. Das klang jetzt ein bisschen, ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken, Martin, über deine Rede. Das weiß ich nicht, das ist ganz weit von mir. Du hast nicht gemacht. Sie können als Kämmerin einer Stadt keine Bilanzen fälschen. Das funktioniert nicht, das fällt mir spätestens in 2 Jahren wieder auf die Füße. Und es gibt ganz klare Regeln, was man also mit Kredit finanzieren kann. Da ist also erstmal ausschließlich der investive Bereich, wo es zu teilen, wenn überhaupt geht. Und da vernagelt Ihnen ja den Haushalt für die Zukunft aufgrund der Abschreibung. Also ich habe auch in meinen ersten Wochen im Amt gesagt, ich möchte nicht als Bürgermeister glänzen und als Oberbürgermeister damit glänzen, einen großen und hohen Investplan aufzulegen, was meine Vorgänger immer gewohnt waren zu tun. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, auch wir investieren wieder 21 Millionen. Wenn Sie aber 21 Millionen investieren, weil nehmen wir mal an 10% Abschreibung, sind das 2,1 Millionen für die Folgejahre, die Sie nicht mehr zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite, aufgrund der Situation in der Bauwirtschaft speziell oder Dienstleister, werden geplante Investitionen nicht ausgeführt und dann haben sie Haushaltsermächtigungen, die sie immer aus den Vorjahren mit weiterschleppen, weil sie einfach auf Pirna bezogen sind, das mehr als 10 Millionen, die hätten schon längst ausgegeben sein sollen, die man nicht geschafft hat, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, am Markt unterzubringen, aus zeitlichen Kapazitäten, A in der Verwaltung oder auch B, und das ist der Hauptgrund, weil sie gar nicht die Firmen herankriegen, um das Geld, was geplant war, zu verbauen. Ich bin jetzt im Agenda im Stadtrat oder stellvertretender Bürgermeister in der Zwischenzeit. So, aber man versteht es ja nicht, wenn man dann nicht direkt in den Haushalt kommt, weil wir eigentlich weiß, dass Agenda über Schulden hat und trotzdem klang es ja ganz gut bei der letzten Sitzung. Wir haben einen guten Haushalt. Also, ich weiß, vor kurzem haben wir mal Schulden in der 1,5 Million, jetzt wird mal so ausgeglichen. Also, das ist aber schwer zu verstehen. Aber ich weiß nicht, haben Sie eine Kämmerin oder einen Kämmerer? Kämmerin. Ihre Kämmerin muss Ihnen dennoch eine mittelfristige Finanzaufstellung machen, ja, die hat angeboten, die so lange geht wie Ihre Legislatur, das heißt also jetzt bis 2029 darstellen, was die Verbindlichkeiten betrifft. Und dort sehen Sie ganz klar, wo die Verschuldung hingeht. Wir hatten vor 2 Tagen die Sitzung, so, man hat die Zahlen gehört und man will rechnen, aber man findet schon ein. Ja, das ist natürlich sehr komplex, natürlich. Ja, aber man muss auch eins wissen, diese gesamten Haushalte werden dann nochmal durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen komplett geprüft, das war danach. Weil wie gesagt, das geht dann meistens über mehrere Jahre. Ja, und dann, so 2, 3 Jahre später, kriegst du dann ein Beschlussprotokoll von der Wirtschaftsprüfung und die sagen dir, ob dort in dem Haus Haushalt ordentlich oder fehlerhaft ist. Ja, die Prüfung haben wir ja nur, sind ja schon da, vor dem Ort dabei, wo sie die Kämmerin hat uns angeboten, uns das zu erklären. Die Zeit war schon von der Prüfung nicht von der Prüfung. Dankeschön, das Wort muss ich. Zum Thema Haushalt, also wir wissen, dass die Kommunen in der Regel chronisch unterfinanziert sind, das wissen wir. Ja. Das wissen wir im Landtag und wir haben auch beim letzten Doppelhaushalt streng darauf geachtet als AfD, dass Positionen rausgestrichen werden, wo wir ganz klar sagen, wo muss überhaupt kein Geld reingesteckt werden. Ja.
Und das wird natürlich nicht gehört, ganz klar. Wir werden ja überstimmt, ne, bei den Haushaltstiteln dann, aber wir wissen schon, wo es drückt. Ne. Und dann ist noch eins zu sehen, es wird immer von der Schuldenbremse geredet. Ne. Der Staat ist das am schlechtesten wirtschaftende Unternehmen, wenn man es überhaupt so nennen kann, was es am Markt gibt. Und das merkt man immer wieder und ich traue dem Christian Lindner durchaus zu, ja, dass er Zahlen lesen kann. Also das traue ich ihm schon zu. Ja. Aber letzten Endes drückt der politische Wille rein von den anderen Koalitionspartnern und dann wird das eben so zurechtgebogen, wie es eben gerade so geht. Aber man muss klar konstatieren, eigentlich ist der Staat, er ist noch kreditwürdig, aber eigentlich schießt er übers Ziel. Alles, was wir uns jetzt leisten, können wir uns als Land nicht leisten. Also jedes Unternehmen, jede GmbH würde der Geschäftsführer die Notbremse ziehen und sagen, Schluss aus Ende, ansonsten hafte ich persönlich. Da aber im Politikbetrieb niemand persönlich haftet, ne, zumindest nie auf Bundesebene oder Landesebene, aber selbst der Herr Vorjohann von der CDU hat also durchblicken lassen, dass das so nicht mehr geht in Zukunft. Ne. Also wir wissen alle Bescheid, dass es eben nicht mehr funktionieren wird. Und deswegen war ja die Frage, wie lange kann es denn eventuell noch gehen? Eigentlich ist das die Uhr schon abgelaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch ging. Also das heißt, wenn eine neue Verschuldung tatsächlich mal beschlossen werden sollte, in Größenordnungen, dann ist es eigentlich so, dass es keine Investitionsschulden sein werden, sondern irgendwelche Löcher zu stopfen. Also als Unternehmer, Spielunternehmer, sage ich, wenn ich jetzt in etwas investiere, erwarte ich, dass ich einen bestimmten Zeitraum einen gewissen Gewinn daraus erzielen werde. Ja? So, und das ist eben nie die Herangehensweise der jeweiligen Regierungen. So, ja? Also das ist auch schwierig, ein Staat kann man nie wie ein Unternehmen führen. Ne? Kann man nie wie ein Unternehmen führen. Da rechnet man ja nie mit Return of Investment oder so ein Zeug. Also doch, auch. Ja, auch. Ja, auch, aber wenn Sie sich als Sozialleistung, Polizei, tralala, das kann ich jetzt nicht so verrechnen wie eine investive Ausgabe für eine Maschine oder so. Ja, es geht nicht um die Maschine. Es geht eigentlich, ja, Sie sind schon auf dem richtigen Pfad. Ne? Also natürlich haben wir Daseinsvorsorge als Staat. Aber wir haben natürlich auch Sachen, die wir, ich sag mal, wo wir investieren müssten, wo Investitionen einfach nicht getätigt werden. Die ganze Infrastruktur, alles, was man braucht, um zu sagen, ich kann mein Land weiter nach vorne bringen, auch wirtschaftlich, alle profitieren ja dann davon, das wird eben nie gemacht oder zu wenig gemacht. Diese Investitionen meine ich, und es werden aber trotzdem Schulden für Sachen aufgenommen, die völlig... Ja, also, so, deswegen unterscheide ich immer bei Schulden, bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei dem Begriff. Ja, also, wie teilt sich das auf? Was ist wirklich gemeint? Ja? Aber wir haben wirklich ein Problem. Wir haben das Problem, das wissen wir alle. Und wir können es vom Land aus nicht direkt lösen. Das ist Bundesaufgabe. Ja? Das Geld wird von oben nach unten verteilt. Die meisten Steuern gehen an den Bund. Ja, und da bin ich im Großen und Ganzen im Boot. Und ich sage Ihnen ganz klipp und klar, solange wir eine ideologiebetriebene sozialistische Wirtschaftspolitik haben in unserem Land, wird es weiter nach unten gehen. Wir können ganz einfach mit Zahlen arbeiten, das geht immer. Aber wir haben im letzten Jahr 48,2 Milliarden für Migration ausgegeben. Wie gesagt, immer so im Verhältnis dazu, oder dieses Jahr, Entschuldigung, immer im Verhältnis gesehen, 458 Milliarden war der Haushalt, also ein Zehntel ungefähr ist für Migration ausgegeben worden. Dann haben wir noch, unsere Klimawandelgeschichten. Die sind auch im Milliardenbereich, die finanziert werden. Und da sind wir auch ganz schnell beim BMZ. Das BMZ ist das Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit. Da haben wir 35 Milliarden ungefähr durchgeblasen. Ungefähr eine Milliarde ging nach Indien. Die 315 Millionen nach Peru kennt hier jeder. Das waren die Radwege und die Elektrobusse. Dann haben wir in China noch einige Projekte unterstützt, das waren zum Beispiel so 600 Millionen, ich kann Ihnen das Aktenzeichen schicken. Da ist alles aufgelistet, wo das Geld hingegangen ist. Klimawandel und Gender, das waren so die Hauptthemen. Und ich sage Ihnen so, wie es ist, ich habe mir die Welt ein bisschen angeguckt, ich bin für Ostafrika und Mittelamerika zuständig, das heißt, wir waren dort unten. Ne? Und wenn die Leute, die Politiker dort unten mit uns reden, dann ist das alles auf diese Genderpolitik eingefädelt. Das heißt, die sagen, wir brauchen dringend Geld,
um zum Beispiel Klimaprojekte durchzusetzen. Das heißt nichts anderes, die wollen genau die Fördertöpfe machen und das wird auch zielgerichtet über NGOs so vermitteln. Ich sage, die 45 Milliarden, die hier gerade durch die Esse geblasen werden im BMZ, das ist noch nicht mal das Einzige. Da gibt es noch Fördertöpfe aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Wirtschaftsministerium und, und. Das heißt, das ist wunderschön verteilt und versteckt. Das heißt, wir haben wahnsinnige Ausgaben, die wir ins Ausland schicken, wo wir schlicht und ergreifend keinen Nutzen leihen haben. Genau, und genau darum geht es. Das ist auch das Geld, was uns fehlt. Wir treiben gerade eine demografische Blase in der Bevölkerungspyramide vor uns her. Die nächsten 30 Jahre werden in der Rente auch nicht gerade schön, das können wir uns gleich so sagen. Das heißt, wir hätten eigentlich das Geld im Land bitter nötig und unsere sozialistischen Freunde aus den linken Parteien, von der CDU angefangen bis zu den Linken hin, blasen das Geld in die ganze Welt. Es gibt nur ein Mittel, wir brauchen eine konservative Regierung, das heißt am 1.9. ganz klar AfD für das Land und wir werden es irgendwann, auch wenn wir dieses Land wieder auf Füße stellen wollen, im Bund brauchen und die Leute werden es auch nach und nach einsehen. Es geht einfach nie anders, die können nie rechnen. Gucken Sie sich doch mal einen Wirtschaftsminister an. So, ich hatte jetzt noch eine Frage gesehen, war das richtig? Eine kleine Anmerkung hätte ich nochmal gemacht, eine kleine Frage noch als Illustration zu dem, was die Antonie von Zweig gesagt hat, zu dem Öffnen des Staatsapparates. Ich arbeite in einer Behörde, die hatte, als ich dort angefangen habe, weniger als 20 Leute, würde ich mal schätzen. Das war 2001 und jetzt sind das über 40. Die Aufgaben sind Datenschutzbehörde, kann ich nicht mal sagen, dann alle gleich hätte ich zusammenschlagen. Sie ist nicht ganz unnötig, aber sie ist auch vielleicht nicht so nötig, dass sie jetzt mit den 40 Leute braucht. In Sachsen, das gibt es ja 16 Mal, also genau 18 Mal. 17 in den Bundesländern, 30 in 2 und Bundesland hat 6 Vereine. Dazu gibt es dann noch eine ganze Menge Zwischengremien, die noch diese gemeinsame Verbindung herstellen zwischen den Behörden. Also ich will sagen, in Kiel hat sich der Datenschutz in Deutschland zu einem Moloch entwickelt, der also sehr viel Ressourcen verschlingt und relativ wenig nutzen kann. Aber das ist nur ein Beispiel. So hat sich die Entwicklung des gesamten öffentlichen Dienstes entwickelt. So hat sich der gesamte öffentliche Dienst entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht eine der Erklärungen dafür, warum wir es heute mit einem hartleibigen Bodensatz von unvernünftigen Menschen zu tun haben. Das ist der Punkt. Diese Leute hängen so vital ab von Jobs, die im Grunde genommen versetzbar werden. Und diese Leute sind natürlich von den gegenwärtigen Regimeparteien derartig abhängig. Das geht bis in die Medien, das geht in die Wissenschaft und so weiter. Und das ist alles mit der Aufstockung des Personalbestandes des öffentlichen Dienstes und seinen angeschlossenen Entitäten zusammen, ne? Also NGOs und so weiter, kennen wir ja alle gar nicht mehr, die ganzen Mengen, die es da gibt, das ist ja alles derartig unübersichtbar. Und da liegt einer der Gründe, dass im Grunde die normale Bevölkerung fast schon in der Minderheit ist. Und das ist eigentlich das Problem für die. Es ist im Grunde noch viel zu tun. So, wenn jetzt keine Fragen mehr wären, dann würde ich jetzt an Andreas abgeben für Schlussworte. Ja, 2 Stunden sind erreicht. Ich denke mal, es war ein erfrischender Abend. Wir haben ein paar Erkenntnisse mitgenommen, haben unsere Meinung, unsere politischen Linien kennengelernt bzw. vertiefen können. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bedanken bei Andreas, der uns hier diesen wunderschönen Saal zur Verfügung gestellt hat. Und hier kommen gerne wieder und gerne mit einer anderen Veranstaltung und das würden wir auch dann gemeinsam absprechen. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die hier waren, selbstverständlich. Und dann natürlich auch nochmal an euch, Jan, Martin, Tim und Steffen. Schön, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank und damit ist die Veranstaltung offiziell beendet. Ihr habt dort vorne am Ausgang noch Informationsmaterial, ihr habt noch ein paar Werbemittel, ihr könnt euch gerne noch ein, zwei Feuerzeuge einstecken, Kulis, wenn ihr das haben wollt. Ich habe noch Kurzprogramme da, Alternative für Deutschland hingelegt. Das heißt, wir werden ja medial, ja, weiß jeder hier, dort ist klipp und klar unser Programm abgebildet, in Kürze, mit Würze. Genau. Und ich habe natürlich auch eine kleine Spendenbox, das machen wir bei jeder Veranstaltung. Wer Interesse und Lust hat, dort uns in unserem Wahlkampf zu unterstützen und finanziell, kann dort gerne auch die eine oder andere Mark
reinschmeißen. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause und vielen Dank, dass ihr da raus. Den Wahlsieg vergessen, wenn Sachsen will.